Hallo meine Lieben, Blubber Blabber Vlog Nummer 10. Yeah, wir haben es geschafft, eine runde Zahl zu erreichen mit meinen Blubber Blabber Dingern. Und gleichzeitig, ich habe vorher nachgeguckt, ist es das 95. Video. Was bedeutet nur noch 5 Videos, dann haben wir 100 Videos geschafft. Wir beide irgendwie zusammen, also wir beide ist gut, ihr alle und ich. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz kurz bedanken für im Moment aktuell 699 Abonnenten bei YouTube. Finde ich total klasse, weil ihr wisst ja, je mehr Abonnenten und je mehr Leute sich meine Videos angucken, desto schneller geht es vielleicht mit dieser Partnerschaft von YouTube. Und ihr wisst ja, dass ich dann längere Videos machen kann. Dann nicht nur diese 10 Minuten, in die ich immer versuche, alles Mögliche reinzuquetschen, sondern es wird dann halt länger gehen. Aber jetzt erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass schon so viele Menschen mich adoptiert haben. Kleiner Running Gag. Wer meine Videos kennt, weiß, was ich damit meine. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache heute einen Blubber-Blabber-Vlog, weil eine Videorezension wird es jetzt erstmal diese Woche auch nicht geben. Ich habe in der letzten Woche 2 Bücher gelesen, einmal den Augensammler und also von Sebastian Fitzek, und ich hatte euch ja schon gesagt, da wird es kein Video zu geben, weil ich ganz einfach weiß, bei den Büchern von Sebastian ist es viel zu schwierig, 10 Minuten dann über das Buch zu reden, weil ich würde viel zu viel verraten. Nur so viel sei gesagt, ich bin natürlich begeistert und ich habe ja so eine bestimmte Reihenfolge bei den Büchern von Sebastian, dass ich sage, die Therapie zum Beispiel fand ich wirklich am allerbesten, das ist immer noch mein Lieblingsbuch, und der Augensammler kommt da schon sehr nah dran. Alle Bücher fand ich ja toll, aber wenn man jetzt sagen würde, Kossi, eine einsame Insel und du darfst von Sebastian nur ein Buch mitnehmen, würde ich halt die Therapie mitnehmen und das immer wieder lesen und so. Aber Augensammler fand ich schon, also kam wirklich so, ja, ziemlich da dran. Sehr cooles Ende. Aber egal. Okay, wir machen jetzt irgendwie hier Pause, weil ich weiß ja, sonst verrate ich echt zu viel. Im Moment lese ich das neue Buch von Cecilia Ahern. Ich schreibe dir morgen wieder. Und ich bin noch nicht sehr weit. Ich habe gestern damit angefangen, habe 78 Seiten bis jetzt gelesen. Und ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, weil ich finde, dass dieses Buch, also zumindest der Anfang, ist eigentlich für mich jetzt total untypisch Cecilia Ahern. Ich finde nicht, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie das ist, würde ich es nicht merken. Weil es fängt gar nicht so an, dass es so, also die anderen Bücher sind ja schon immer sehr, das sind so Liebesschmonzetten. Und im Moment habe ich noch nicht das Gefühl, natürlich wird da auch eine Liebesgeschichte kommen, aber im Moment finde ich das noch cool. Die Hauptdarstellerin Tamara oder so heißt die, ist so eine kleine Revoluzerin, und das finde ich irgendwie total gut geschrieben, aber eben anders. Also ich habe das Gefühl, bin ja mal gespannt, wie es halt weitergeht, und darüber wird es bestimmt auch dann irgendwann ein Video geben, aber ich habe das Gefühl, es könnte passieren, dass Leser, die jetzt immer sagen, oh, Cecilia Ahern geht gar nicht, das ist mir halt zu liebesschmachtfetzig, ich stehe ja dazu, ich liebe das, aber es gibt ja Leser, die es überhaupt nicht mögen, die dann aber vielleicht mit diesem Buch vielleicht doch auch als Cecilia Ahern mal irgendwie rankommen können und sagen, nee, die schreibt ja jetzt mittlerweile doch ganz anders. Sie ist auch gereift, finde ich. Ich meine, das ist ja jetzt ihr, weiß gar nicht, 6. Buch. Ich habe sie ja alle gelesen, und sie ist ja nun mal sehr jung und hat vor allem sehr jung angefangen mit dem Schreiben. Und ich finde schon, dass sie sich eigentlich auch immer gesteigert hat. Also schon bei diesem letzten Buch, das war ja so ein rotes, fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, Zeit deines Lebens. Da fand ich ja auch schon, dass es unheimlich erwachsen geworden ist. Also im Gegensatz zu PS, ich liebe dich. Und wir lassen uns mal überraschen. Das lese ich jetzt im Moment. Dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert in letzter Zeit. Und also in den letzten Tagen habe ich mal geguckt, was erscheint alles noch so, was ich gerne in diesem Jahr lesen möchte. Und ganz besonders freue ich mich auf ein neues Buch von Sabine Kornbichler. Ich weiß nicht, ob ihr die Autorin schon kennt. Von der habe ich auch alles gelesen. Sie hat früher eher so Bücher geschrieben. Ja, wie soll ich sagen, also es ist schon, glaube ich, allgemeine Belletristik sehr weiblich, also nicht so typische Frauenbücher, also die sind auch nicht lustig oder so, sondern die haben sehr, sehr viel Inhalt, sehr viel Psychologie, und also mein Lieblingsbuch von ihr ist, wo habe ich sie? Hinter mir stehen sie doch. Claras Haus. Ich musste jetzt gucken, weil es gibt auch noch Mayas Buch, jetzt kam ich mit dem Namen nicht so ganz klar, steht hier also direkt hinter mir, Claras Haus, und das ist eigentlich mein Lieblingsbuch von ihr, und in den letzten Jahren schreibt sie mehr so Krimis, aber ich finde auch immer, dass diese Krimis sehr, sehr weiblich sind. Können natürlich auch Männer lesen, klar. So, auf jeden Fall habe ich gesehen, im Oktober kommt ein neues Buch von ihr raus, heißt Die Todesbotschaft, freue ich mich schon drauf. Gebunden wird es sein, ganz toll für mich natürlich, weil ich ja gebundene Bücher so gerne mag. Wollte ich euch noch was sagen zu Sven. Sven Matthias, habt ihr vielleicht in meinem Tagebuch gesehen, ist ein sehr netter, junger, gut aussehender Herr mit einer wunderschönen Stimme.
Der hat sich einfach mal erlaubt, von mir zwei Texte zu nehmen, die zu sprechen. Er ist nämlich unter anderem Sprecher von so Hörbüchern. Und wollte mir damit eine Freude machen und hat zwei Texte von mir eingesprochen und mir die geschickt. Und ich habe mir die angehört und ich muss dazu sagen, ich bin so ein absoluter Stimmenmensch. Also ich telefoniere ja zum Beispiel unheimlich gerne und ich achte super auf Stimmen, natürlich gerade bei Männern. Also bei Frauen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die hat so eine Stimme, da könnte ich mich reinlegen. Aber bei Männerstimmen, da ist das schon echt extrem. Und wenn ein Mann eine tolle Stimme hat und dann noch eine tolle Art, sich auszudrücken. Also ich achte zum Beispiel echt immer so auf Grammatikfehler und so. Und also es gibt schon so Sachen... Wenn Menschen so und so reden, dann, ich bin auch nicht perfekt und ich meine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und das merkt man wahrscheinlich auch. Ich sage ja auch viel boah ey und so, natürlich jetzt in meinen Videos versuche ich immer, das nicht zu machen, aber so ein bisschen Umgangssprache habe ich natürlich auch. Und, aber wenn man sich halt gut ausdrücken kann, oh, dann ist das wow. So, und ich fand halt die Stimme total klasse und klar, bei den Vertonungen konnte ich jetzt natürlich nicht sehen, wie redet der so normal, aber wir haben gestern ganz lange telefoniert und weil ich nämlich eine Idee hatte, von der ich euch natürlich, ihr kennt mich ja jetzt noch nichts erzählen werde, weil ich mache es immer erst, wenn es spruchreif ist, also wenn es wirklich, wirklich geklappt hat und alles safe ist, dann werde ich es euch erzählen, aber ich hatte eine Idee, er war begeistert davon und ich bin mal gespannt, wie wir ja vielleicht beide zusammen das umsetzen können, wobei ich meinen Teil eigentlich schon erledigt habe und jetzt ist es eigentlich nur noch seine Aufgabe, aber ja, also wie gesagt, der hat so eine tolle Stimme und würde mein Männertaxi nicht aus Frauensicht geschrieben sein, also Isa erzählt ja aus der Ich-Perspektive, hätte ich gerade gesagt, ich möchte, dass du mein Hörbuch sprichst. Wobei, ich glaube, vielleicht wird es da auch gar kein Hörbuch geben. Aber es wäre natürlich ein bisschen unpassend, wenn ein Mann eine Frauenstimme übernimmt. Ne? Aber okay, aber die Idee, die ich da hatte, wie gesagt, er fand die sehr gut und ich hoffe, wir können die irgendwie umsetzen. Ja, ansonsten ist es tierisch warm hier bei uns auch. Und wir haben jetzt noch ganz früh am Tag, kurz nach 9. Ich muss jetzt gleich nochmal weg und bin dann total happy, wenn ich mich heute Nachmittag einfach nur hier auf meinen Balkon fläzen kann mit meinem aktuellen Buch und so ein bisschen weiterlesen kann. Und ich weiß auch schon genau, was ich in den nächsten Tagen machen werde. Ich werde nämlich das machen, was ich jeden Sommer mache. Also zumindest immer, wenn der Sommer beginnt. Ich werde in ein Schuhgeschäft gehen. Ich bin eine Frau. Hey, hallo. Natürlich liebe ich Schuhe. Und ich werde stehen vor dem riesen Regal mit Flipflops. Und ich werde mir mindestens 10 Paar raussuchen, die alle total toll aussehen, werde sie auf den Boden legen, werde meine Schuhe ausziehen, werde in die Flipflops reingehen und sagen, das geht gar nicht, das geht nicht, weil ich weiß nicht, warum das so ist. Ich versuche es wirklich jedes Jahr aufs Neue, aber ich bin überhaupt nicht kitzelig, was Füße angeht. Und ich lasse alle 6 Wochen Fußpflege machen, weil ich das irgendwie total schön finde. Erstmal klar, wenn man schöne Füße hat und ich lasse mir im Sommer dann auch die Fußnägel lackieren. Also hier bin ich ja immer sehr natürlich so, aber an den Füßen kann es dann auch mal so ein schönes dunkles Rot sein oder so ein Braun oder so. Das finde ich irgendwie alles ganz toll und ich finde auch die Fußreflex-Massage hinterher super. Aber ich kann keine Flipflops tragen, weil dieser Steg, der ja immer dann hier so ist, das geht nicht. Das ist so unangenehm für mich. Ich habe das schon mal versucht. Unerhört. Ich musste jetzt schneiden, weil die Batterien von meiner Cam leer waren. Und ich habe 8 Ersatzbatterien und alle waren leer. Und jetzt muss ich mal eben, ich muss mich auch echt beeilen jetzt, weil ich musste ganz schnell, habe nur ein paar Minuten aufgeladen und gleich die Batterie wieder leer. So, ganz kurz mit den Flipflops. Ich habe auch versucht, schon mal ein Pflaster da reinzumachen und dann die Schuhe anzuziehen. Es geht einfach nicht. Und ich beneide jede Frau, die diese wunderschönen ledernen Flipflops mit so Stresssteinchen und so, die echt richtig schön toll aussehen. Ich beneide diese Frauen, die diese Schuhe im Sommer tragen können. Ich kann es nicht und daran wird sich wahrscheinlich so schnell auch nichts ändern. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass das Wetter schön ist, zumindest am Wochenende, wenn ich arbeiten gehen muss, finde ich es immer nicht ganz so schön, aber okay, man kann sich ja nicht alles wünschen im Leben. Okay, das war's, mein 10. Blubber-Blabber-Vlog. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen und ich sage ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gehört? Jerry? Die Jerry sitzt nämlich am Fenster und sieht Vögel. Und dann will die immer fangen, aber das geht ja gar nicht. Und dann macht die immer so. Dann knöttert die immer so. Ja, du! Genau du! Ja, schade. Ich würde es euch gerne mal in die Kamera halten, aber da würde ich dann nicht so narbenfrei aussehen hinterher, weil die würde mich wahrscheinlich zerkratzen. Die mag das nämlich gar nicht. Die mag das schon nicht, wenn die Cam angeht. Ich habe schon den Ton abgestellt, weil immer, wenn ich die Cam anmache, dann macht das eigentlich immer so irgendwie. Und da rennt Jenny immer schon weg, weil ich versuche eigentlich auch immer ganz oft sie zu fotografieren und die mag das einfach nicht. So, egal. Jetzt endlich.
Schluss, aus, vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.